Die Musikvolksschule Edelschrott, seit 21 Jahren bestehend, eine von 120 Musikvolksschulen in Österreich, hat sich zur Aufgabe gesetzt, einfach viel mehr Musik zu machen als andere. Und dadurch haben wir auch viel, viel bessere Leistungen in der Schule. Und so haben wir in jedem Jahr zumindest ein Musical, so gegen Schulschluss. Und im heurigen Jahr ist Pippi Langstrumpf dran, ein Musical mit unglaublich vielen Liedern, mit tollen Darstellern. Nämlich die tollen Darsteller sind alle Kinder der Schule. Es wird kein Kind ausgeschlossen. Jeder Mensch auf Gottes Erdboden kann singen. Ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Die Kinder sind sehr motiviert, sie singen so schön. Ja, meine Schwester, der Bär, die spielt da mit und ich bin schon so gespannt, wie es wird. Ich freue mich wirklich schon. Die Kinder spielen ganz toll. Ich bin der Peter Lenz, der Opa von Manuel und mich interessiert das Spiel. Ich will es mal schauen, wie sie das machen. Der Neffe Michael, der spielt die Hauptrolle, die Bibi Landstrumpf. Wenn ich glaube, aber er müsste sich dennoch fragen. Wisst ihr was? Herr Nilsson und ich machen unser Schiffstart, ja? Und dann geht es auf nach der Kaduka. Ich bin der Manuel Lenz, ich spiele Sven, Chef der Piraten. Ich habe sicher einen Monat gelernt und wohne in Elstadt. Wo ist Pippi Langstrumpf? Wir wissen, dass sie hier ist. Ich bin die Viktoria Sabetz, gehe in die Musikvolksschule Elschrott in die dritte Klasse mit der Pippi und spiele da bei der Pippi auf Schatzsuche in Takatukeland in Herrn Nilsson. Komm, beeilen wir uns, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich gehe in die Musikvolksschule Elschrott und spiele das Musical Pippi auf Schatzsuche mit der Pippi und mit Herrn Nilsson und mein Bruder ist der Tommy. Und außerdem, liebe Pippi, unsere Eltern lassen sich bestimmt von uns überreden, mit dir eine kleine Schiffsreise zu unternehmen. Sie wissen doch ganz genau, dass du sehr gut auf uns aufpassen wirst. Du bist doch die stärkste Baby der ganzen Welt. Ich bin der Christian Lalei und ich bin 10 Jahre alt und ich gehe in die 4. Klasse Volksschule. Ich bin im Schulspiel als Kokodrafe. Ja, natürlich. Jetzt erkenne ich dich an deinen wunderschönen roten Haaren. Ich bin der Johannes Blechinger, ich bin in Dummy und habe einen Monat gelernt. Ach, Pippi, morgen ist unser letzter Schultag. Dann haben wir die großen Ferien. Ich bin der Michael Gugel, habe, weiß ich nicht, wie lange gelernt. Einen Monat sicher. Oder fast länger. Und wie man mich kennt, bin ich die Pippi Langstrumpf. Ja, ist schon gut. Jetzt müssen wir aber sofort los und Coco finden. Ich habe die Piraten vorerst einmal vertrieben. Leider bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich ohne Schatz die Insel verlassen werden. Ich muss einmal dir recht herzlich gratulieren zu deiner Aufführung, zu deinen Kollegen, zu den Kindern, denn deine Kinder haben heute eine ausgezeichnete und tolle Leistung gebracht. Ich persönlich bin kein großer Musiker, wie du weißt, ich bin ein Musiker, aber wenn man selbst einmal ein Instrument gelernt hat, dann weiß man, wie schwer es ist und wie viel Probenarbeit und wie viel Energie und Liebe dazugehört, um so etwas, wie ihr heute gemacht habt, auf die Füße zu stellen. Indianer Drummel, durch das weite Land. Takaduka, Takaduka, großer Mann, die Kuh.